Als ich am nächsten Morgen zur Arbeit gehe, habe ich einen festen Entschluss getroffen. Ich habe mich gestern noch lange mit Sasuke darüber unterhalten und er war eigentlich überhaupt nicht begeistert. Aber ich bin mir sicher, dass ich es tun muss. Natürlich wollte Sasuke gestern Abend noch seinen Spaß haben, aber wenn ich ehrlich bin, war mir so gar nicht danach. Ich wollte nur noch ins Bett und schlafen, weil der Tag für mich viel zu anstrengend war. Und wütend war ich auch noch. Wie soll man sich denn da auf Sex konzentrieren? Wenigstens hatte er so viel Verständnis und hat nach einer gewissen Zeit von mir abgelassen, als er merkte, dass er überhaupt keine Chance hat. Jetzt sitze ich an meinem Schreibtisch und kaue auf meinem Kugelschreiber herum. Sasori wirft mir immer wieder seltsame Blicke zu, die ich nicht deuten kann. Aber ich fühle mich so ruhig wie schon lange nicht mehr. Als würde mich das alles nichts mehr angehen. Es ist mir egal geworden, seltsamerweise. Irgendwann hält Sasori es dann aber nicht mehr aus und räuspert sich leise. Mensch, deswegen gestern, das war wirklich eine dumme Situation, dass ihr da reingekommen seid, aber ich... Also es ist doch schön, dass Sasuke nicht krank ist, oder? Und du damit auch nicht und wegen Itachi muss ich mir auch keine Sorgen machen. Das ist doch gut. Man merkt ihm deutlich an, wie unbeholfen er ist. Und aus ruhigen Augen sehe ich ihn an. Sein Blick ist unsicher. Und irgendwie habe ich das Gefühl, als würde er zittern. Was ist denn los mit ihm? Ist es ihm so peinlich, dass er mit Itachi geschlafen hat? Ist doch schön, dass ihr euch so nahe gekommen seid, murmle ich leise, ehe ich mich meinen Unterlagen widme. Ich bin enttäuscht von ihm. Ich wollte ihm helfen und habe mir sein Jammern angehört, wenn es ihm nicht gut ging. Und ich habe mir all seine Vorwürfe angehört. Ich habe versucht, ihn so gut wie möglich zu beruhigen. Und was macht er? Wenn er dann mal Glück hat, dann erzählt er mir nichts davon und lässt mich lieber in ihm glauben, dass ich der Böse bin. Ich habe mir die Schuld daran gegeben, denn Itachi hätte damals ja nie mit ihm geschlafen, wenn Sasuke ihm nicht das Mittel gegeben hätte. Und diese Tropfen hat er nur an Sasori ausprobiert, weil er mit mir schlafen wollte. Also war ich der Auslöser für das alles. Und mir liegt die Tatsache, dass Sasuke und wir alle HIV-positiv sein könnten, noch immer schwer im Magen. Auch wenn sich das nicht bestätigt hat. Aber die Angst hat mich gelähmt, hat mich nächtelang nicht schlafen lassen. Und doch habe ich immer versucht, für alle stark zu sein und sie zu beruhigen. Und wie wird mir das von meinem angeblich besten Freund gedankt? Indem er einfach mit Itachi poppt, ohne zu wissen, ob er nun krank ist oder nicht? Also ist er selbst seinen Gelüsten ergegen. Und mir macht er seit Wochen einen Vorwurf daraus. Sasori sieht mich immer wieder an und seufzt dann leise. Willst du jetzt nie wieder mit mir reden? Ich bin auch nur ein Mann und ja, ich hatte Angst, dass Itachi vielleicht HIV hat, aber wir haben ein Kondom benutzt und dann konnte uns ja gar nicht ganz viel passieren. Versucht er jetzt wirklich gerade, sich vor mir zu rechtfertigen? Schweigend sehe ich ihm in die Augen und ich habe das Gefühl, als würde er selbst nicht glauben, was er davon sich gibt. Genervt verdrehe ich meine Augen, denn ich will keine halbherzigen Ausreden von ihm hören oder mir anhören, wie Itachi im Bett ist. Das können die beiden schön unter sich ausmachen. Immerhin müssen die zwei glücklich werden, ich habe da nichts mehr mit zu tun. Das ist doch schön, meine ich ruhig und Sasori rauft sich die Haare. Was willst du denn jetzt hören? Faucht er mich an. Dass ich mich für meine Gefühle entschuldige? Verdammt ja, ich liebe Itachi und ich will ihn spüren. Ich wollte mit ihm schlafen, weil ich die Sehnsucht nach ihm einfach nicht mehr ausgehalten habe. Das müsstest du doch am besten verstehen. Wenigstens von dir habe ich mir ein wenig Verständnis erwartet. Knurrend schlage ich die Akte, die ich gerade in der Hand habe, auf den Schreibtisch. Du willst mir was von Verständnis erzählen? Keife ich ihn an und zittere vor Wut. Ich hatte die ganze Zeit über Verständnis mit dir, während du mir und Sasuke immer wieder Vorwürfe gemacht hast. Die ganzen 3 Wochen über habe ich Sasuke darum angefleht, dass er dich verstehen soll und dir deine Ausbrüche nachsehen soll, die du immer wieder hattest. Und jetzt kommst du mir so? Ich bin enttäuscht von ihm und spüre, wie die Tränen in meinen Augen brennen. Das bringt mich fast um. Und am liebsten würde ich ihn schlagen. Sasori zuckt zusammen und senkt dann seinen Blick. Ich glaube, er weiß gar nicht, wie schwer es für mich war, Sasuke immer wieder zu beruhigen und ihm zu sagen, dass Sasori eben momentan eine schwere Zeit hat und deswegen sauer ist. Haben die Ausbrüche des Akazunas immer wieder gerechtfertigt und entschuldigt und jetzt will er mir mit Verständnis kommen? Genau das habe ich langsam nicht mehr. Und als Itachi in den Raum kommt, weiß ich genau, was er will. Dieser räuspert sich leise und zieht mich an. Deidara, kommst du mal eben in mein Büro? Wir müssen reden. Ich weiß genau, worüber er reden will. Aber gerade bin ich einfach nur froh, von Sasori wegzukommen. Ansonsten hätte ich ihm wohl wirklich noch eins auf die Fresse gegeben. In Itachis Büro herrscht für eine Sekunde angestrengtes Schweigen. Ich sehe ihn ruhig an und weigere mich auch nur einen Mucks von mir zu geben. Wenn er mir was zu sagen hat, dann kann er von sich aus damit kommen.
Itachi hat den Brief vor sich liegen und liest ihn scheinbar noch einmal durch, ehe er mich ansieht. Du willst also wirklich kündigen, flüstert er leise und ich nicke. Langsam halte ich es hier nicht mehr aus. Ich habe das Gefühl, als würde mir die Decke auf den Kopf fallen. Sasori kann ich nicht mal mehr in die Augen sehen. Itachi verschränkt die Arme vor der Brust und schnaubt leise. Und warum? Fragt er mich ruhig und ich sehe in seinen Augen an, dass er mich ohne Erklärung nicht gehen lassen wird. Irgendwie kann ich ihn ja sogar verstehen. Aber wie soll ich das erklären? Dass ich Sasori nicht mehr ansehen kann, weil ich ihm nicht mehr vertrauen kann und weil ich enttäuscht von ihm bin? Itachi wartet meine Antwort ab und dann platzt alles aus mir heraus. Das, was ich eben schon meinem angeblich besten Freund an den Kopf werfen wollte. Itachi lässt das alles über sich ergehen und senkt irgendwann seinen Blick. Ich glaube, ich kann dich verstehen. Aber meinst du, deswegen solltest du dich so sehr mit Sasori streiten? Ihr seid doch Freunde und das schon seit Jahren. Staubend winke ich ab. Seien wir doch mal ehrlich, Itachi. Ich habe mich euch aufgedrängt und habe einfach mal so lange genervt, bis ihr keine andere Wahl mehr hattet, als mich zu euren Freunden dazuzuzählen. Ob ihr wolltet oder nicht. Und das lässt sich mich Sasori bis heute immer noch spüren. Ich freue mich für euch, wenn ihr euch jetzt so nahe steht und ihr endlich ein Paar seid. Aber mich braucht ihr nicht mehr. Ab jetzt könnt ihr doch auf den dummen August verzichten, der euch immer nur genervt hat. Und ich denke, Sasori ist froh, wenn er mich los ist. Meine Worte tun mir selbst weh. Aber wenn ich so darüber nachdenke, ist es logisch. Sasori wird bestimmt glücklich sein, wenn ich nicht mehr da bin. Schließlich habe ich ihn immer nur genervt. Er war nie ehrlich zu mir. Und ich musste mir jede Information von ihm aus ihn herausquetschen. Langsam wird mir bewusst, dass Sasori in mir vielleicht nie einen Freund gesehen hat. Itachi sieht mich an und seufzt schwer. Das ist albern, was du dir da gerade einreden willst, weißt du das? Wenn Sasori und ich dich nicht gemocht hätten, dann hätten wir dir die Nase gebrochen und du hättest uns in Ruhe gelassen. Damals waren wir noch so drauf, aber wir haben es nicht getan, oder? Und Sasori hat dir schon viele Dinge anvertraut, die er nie einem anderen Menschen erzählt hätte. Wie kannst du also glauben, dass er nicht dein Freund ist? Wenn deine Kündigung nur darauf basiert, dann werde ich sie nicht annehmen. Sprich dich mit ihm aus, verdammt nochmal, knurrt er wütend und schüttelt den Kopf. Als wenn ich zulassen würde, dass du einfach so kündigst, murmelt er vor sich hin, und ich zucke mit den Schultern. Mit solchen Worten hätte ich von ihm gar nicht gerechnet. Itachi mustert mich und seufzt dann schwer. Weißt du, Sasori ist es wirklich schwer gefallen zu akzeptieren, dass du mit meinem Bruder zusammen bist. Besonders, weil er wusste, wie sehr du früher unter ihm gelitten hast. Aber er hat es mittlerweile verstanden. Und ich denke einfach mal, weil er durch seine Gefühle zu mir auch viel gelernt hat. Du solltest doch am besten wissen, dass Sasori noch nie ein Mann war, der gut mit Gefühlen umgehen konnte. Im Grunde war er noch nie verliebt. Jetzt versteht er erst, was du für Sasuke empfindest und warum du ihm vergeben hast, was er dir damals angetan hast. Sasori musste eben auch noch viel lernen. Gib ihm doch wenigstens die Chance dazu. Das ändert nichts an seiner merkwürdigen Haltung. Natürlich bin ich froh, dass er und Itachi sich jetzt einig sind und dass sie sich lieben. Ich bin ja auch glücklich, dass sie ein Paar sind. Aber Sasori hat mir so wehgetan, dass ich nicht weiß, wie ich ihm das verzeihen soll. Sasuke konnte ich seine Taten aber auch verzeihen und der rote Wuschel und ich, wir kennen uns jetzt so lange, dass ich eigentlich über vieles hinwegsehen könnte. Dafür werde ich aber Zeit brauchen. Und zwar nicht nur eine Woche oder so. Seufzend raufe ich mir die Haare und sehe Itachi ruhig an. Das mit der Kündigung werde ich beibehalten, flüstere ich leise und er blinzelt ein wenig. Warum? Hakt er nach und ich merke, dass ihm das gar nicht passt. Lächelnd zucke ich mit den Schultern. Ich war mein Leben lang von euch abhängig und ich möchte mir selbst etwas aufbauen. Es fühlt sich an, als hätte ich noch nie auf eigenen Beinen stehen können, sondern als hätte ich immer das gemacht, was ihr auch macht. Und wenn ich ehrlich sein soll, macht mir der Job nicht mehr Spaß. Ich habe das alles nur getan und gelernt, weil du mir die Chance dazu gegeben hast. Natürlich bin ich dir für alles dankbar, was du für mich getan hast, aber ich will selbst herausfinden, was mir Spaß macht und was ich alles alleine auf die Beine stellen kann. Einen Moment lang sieht mich Itachi an, dann nickt er. Gut, das akzeptiere ich. Du hast eine Frist von 4 Wochen. Damit wendet er sich seinen Akten zu und ich erhebe mich schweigend. Zwischen uns irgendwann alles wieder normal wird? Werde ich mit Sasori irgendwann wieder normal umgehen können? Ich weiß es nicht. Die Arbeit fällt mir an diesem Tag wirklich sehr schwer.
Sasori und ich reden nicht wirklich miteinander, sondern arbeiten vielmehr nebeneinander her. Ich weiß nicht, ob eine Freundschaft, die so einen Knacks hat, wirklich noch zu retten ist. Als ich am Abend nach Hause gehen will, steht Hidan vor mir und sieht mich grinsend an. »Na, mein Süßer«, schnurrt er wie ein Kater, und ich weiß genau, was er von mir will. Das war schon in der Beziehung so. Immer wenn er so ankam, wollte er mit mir ins Bett. Aber das kann er vergessen. Immerhin habe ich einen festen Partner und ich werde jetzt nach Hause gehen und warten, dass Sasuke zu mir kommt. Hidan packt mich am Arm und dreht sich zu mir. »Du könntest wenigstens mal mit mir reden, meinst du nicht? Ich finde es unhöflich, wenn man mich anschweigt. Und wer war es denn immer, der meinte, ich sollte höflicher werden?« Damit hat er recht, aber ich habe überhaupt keine Lust, mit ihm zu reden. Momentan habe ich andere Dinge in meinem Kopf als ihn. Das will ich ihm auch deutlich machen, aber er hält mich so fest, dass ich mich kaum gegen ihn wehren kann. Am liebsten würde ich ihn schlagen, aber gegen Hidan habe ich keine Chance. Zu meiner Verwunderung ist es ausgerechnet Sasori, der ihn wegschubst und wutend anfunkelt. Lass Deidara in Ruhe. Was muss er eigentlich noch machen, damit du endlich begreifst, dass er nichts von dir will? Wenn du so weitermachst, dann gehe ich mit ihm zur Polizei und lass dich wegen Stalking anzeigen. Wenn du also irgendwie der Freund von ihm bleiben willst, dann pass gefälligst auf, dass du nicht so aufdringlich wirst. Sonst bekommst du den Stress deines Lebens mit mir, kapiert? Itachi steht hinter dem Akasuna und funkelt hier dann ebenfalls wütend an. Der hebt abwehrend seine Hände und lacht. Mensch, nun regt euch doch nicht so auf. Der Süße steht doch drauf, wenn ich mich um ihn bemühe und wenn ich ihn etwas härter anfasse. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, nur weil ich um ihn kämpfe. Das wird ihr wohl erlaubt sein. Itachi steht dicht neben Sasori und funkelt ihn ebenso wütend an wie der Akasuna. Das wäre erlaubt, wenn Deidara dir noch Hoffnung machen würde. Aber er ist mit meinem Bruder zusammen, also lass deine widerlichen Griffe von ihm. Ich konnte dich von Anfang an nicht leiden und langsam weiß ich auch warum. Lass ihn endlich in Ruhe. Oder wir erwirken eine Verfügung, dass du dich ihm nicht mehr nähern darfst. Seine Worte zeigen Wirkung, wie mir scheint, denn auf einmal wird Hidan unsicher und knabbert sich auf der Unterlippe herum. Sein Blick huscht nervös umher und dann zuckt er mit den Schultern. Mach doch, was ihr wollt, knurrt er noch und streicht mir durch die Haare. Wir sehen uns wieder, wenn deine Beschützer nicht bei dir sind, dann kannst du nicht mehr von mir weglaufen, mein Süßer, schnurrt er leise. Wütend sieht Sasori ihn an und Hidan verkrümelt sich lieber schnell. Bedrückt senke ich meinen Blick, weil es mich ärgert, dass ich mich so gar nicht gegen ihn wehren kann. Danke, flüstere ich leise. Sasori sieht mich an und seufzt leise. Irgendwie muss ich dir doch zeigen, dass du mein Freund bist, murmelt er, und ich zucke zusammen. Knurrend sehe ich Itachi an, der scheinbar über unser kleines Gespräch geplaudert hat, und er zuckt nur unschuldig mit den Schultern. Sasori schüttelt den Kopf. Sei ihm nicht böse. Ich wollte wissen, worüber ihr euch unterhalten habt, murmelt der Rotschopf leise. Weißt du, als er gesagt hat, dass du selbst herausfinden willst, was dir Spaß macht und dass du kündigen willst, da ist mir ein Schauer über den Rücken gelaufen. Du kannst wirklich stolz auf dich sein, dass du diesen Schritt gehen willst, und ich verspreche dir, dass wir immer hinter dir stehen werden. Wir sind Freunde, Deidara, auch wenn ich mich in den letzten Wochen nicht gerade wie einer verhalten habe. Bedrückt sehe ich ihn an und weiß mal wieder nicht, was ich sagen soll. Irgendwie bekommt es Sasori immer wieder hin, dass ich nicht weiß, wie ich zu seinen Worten reagieren soll. Wie er das macht, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, irgendwann kommt der Tag, an dem ich eine passende Antwort habe. Itachi verdreht etwas genervt die Augen. Meine Güte, nun nehmt euch in den Arm und habt euch wieder lieb. Das kann ja keiner mehr ansehen hier. Ich schlucke ein wenig und blinzle dann, als Sasori mich ohne Widerworte in den Arm nimmt. Und eigentlich ist er gar nicht der Kerl, der gerne kuschelt. Scheinbar hat Itachi aber doch seine Auswirkungen auf ihn.